Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Samstagmorgen. Einen wunderschönen. Normalerweise ist bis jetzt ja samstags nie eine Stappenbach-Folge gekommen, sondern nur Gemeinderade. Aber ich habe momentan ein bisschen mehr Zeit und da dachte ich mir einfach, ich habe jetzt ein bisschen Bock Stappenbach zu spielen. Nehmen wir einfach auch nochmal mit auf und mal gucken, ob das jetzt jeden Samstag so ist, dass jeden Samstag zwei Folgen kommen. Einmal Gemeinderade und einmal Stappenbach. Und Sonntag muss ich mal gucken, wie es zeitlich sich ausgeht. Ich habe auch schon ein bisschen rumgeguckt, weil wir hatten ja die Probleme mit der Stallhöhe, mit dem Anhänger. Funktioniert ja nicht ganz so optimal. Ich habe bei allen anderen Stellen auch schon geguckt. Also jetzt, wie hier zum Beispiel hier oben, ist ein großer Schweinegehege. Ja, ist eigentlich Schweinehof. Aber steht jetzt über das Schweinegehege dran. Aber können auch gerne mal kurz besuchen. Hier zum Beispiel ist einer, der ist auch so niedrig. Und auch sogar der ganz große da oben. Ist jetzt auch nicht viel höher. Also vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Die Decke, ja okay. Aber ansonsten, nee, nicht so wirklich. Und ist dann halt ein bisschen blöd. Ich habe es mir jetzt überlegt, dass wir ganz einfach unseren, warte, da war er schon, den Anaburger da wieder leider verkaufen und uns dafür den ganzen kleinen kaufen. Zum Beispiel wie hier, zum Beispiel den Farmtech. Jetzt 14.000 Liter Platz. Ist nicht das größte. Aber wir können da tatsächlich nichts anderes verwenden. Die anderen Sachen sind einfach alle viel zu groß. Und ja, müssen wir halt auf den hier zurückgreifen. Das heißt, der Anaburger, den wir jetzt hier mit Johnny dran haben, der kommt weg. Leider Gottes, er kommt weg. Aber wir sehen ihn ja auf der Gemeinderade auch noch. Also. Und wer weiß, vielleicht kaufen wir uns ihn ja später nochmal. Aber ich weiß, was ich mit einem Anhänger am Hof tun soll. Ich habe schon überlegt, ob wir den Dreiachser überhaupt brauchen oder ob ich ihn verkaufen soll. Weil im Prinzip brauchen wir eigentlich nur die zwei an eher, wobei wenn es da mal ein bisschen mehr wird. Ja, wir mal gucken, aber der Anaburger, der kommt auf jeden Fall weg, weil der brauchen wir also ganz so gar nicht. Und da muss ich jetzt mal gucken. Der Johnny, der 6M, kommt jetzt relativ gut in den Schweinestall rein. Ansonsten müssten wir uns da auch noch ein bisschen kleineren Traktor kaufen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen, wie jetzt das ist. Ansonsten, ja, kommt noch ein anderer her. Da habe ich dann auch schon einen ins Auge geworfen, der PS-technisch relativ gut ist. Und von der Größe her eigentlich auch optimal, sagen wir so. Ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner hier als wie der 6M. So, ja, wir können nochmal reparieren. Das hat 2 Euro gekostet. 32.000 kriegen wir noch für ihn dafür. Und jetzt kaufen wir uns den hier mit 14.000, der haben wir schon Michelin Breitreifen, sieht ganz gut aus, den kaufen wir uns jetzt, zack. Und traktortechnisch kann ich euch einfach auch mal ganz, ne warte, ich lasse es tatsächlich noch. Wenn wir einen kaufen, dann wird es dann einfach eine Überraschung für euch werden, was es denn für ein Traktor ist oder wird. Also der 6M bleibt dann auch trotzdem auf jeden Fall, das ist halt ein Traktor, wo halt hauptsächlich dann am Schweinehof ist. Aber das sehen wir jetzt dann gleich, ob wir mit dem hier besser reinkommen werden. Der Anhänger ist ein bisschen Ticken kleiner. Habe ich so das Gefühl. Aber er sieht auch auf jeden Fall kleiner aus und der dürfte dann jetzt eigentlich schon hoffentlich funktionieren. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ansonsten muss halt noch ein kleinerer rein, weil es der auch nicht funktioniert. Wir probieren jetzt hier mal ein bisschen aus. Oh Gott. Leicht an der Wand gekommen. Aber doch, der 6M kommt hier eigentlich relativ gut rein. Der Anhänger, okay, er bleibt auch an der Kante hängen. Weil das ist einfach so scheiße gemacht, hier reinzufahren, also wirklich.
So. Dann machen wir die Plane kurz runter. Wenn wir jetzt hier einmal auf Entladen drücken. Ja. Kann er da, jetzt muss ich kurz gucken. Dann kann man auch noch ein bisschen in. Was ist da drin? Warte mal. So, der kann auch zur Seite. Ja, das ist dann doch nicht besser, weil er dann da irgendwie wieder ansteht. Was ich jetzt eigentlich überhaupt nicht checke. So, ich werde es immer mal so. Und dann dürften wir eigentlich hier zum Beispiel jetzt einfach mal entladen können. Zum Beispiel. Ja, das wird dann glaube ich schon funktionieren. Wir können zwar trotzdem nicht ganz auskippen, aber das dürfte ja hoffentlich funktionieren. Den parke ich auch hier unten jetzt, weil wir haben hier, ja genau, wir haben auch eine dazugehörige kleine Halle. So. Dann parken wir nämlich den da rein. Ich habe tatsächlich auch schon geguckt nach einem Abschieberleben, aber so kleinen Abschieber gibt es tatsächlich nicht, oder mit Laufbahn. Ich habe auf jeden Fall keinen gefunden. Und ja, nicht ganz so optimal, aber gut. Haben wir jetzt auch nichts machen. Jetzt haben wir den hier, der eigentlich, soweit ich sehe, relativ gut funktioniert. So, dann holen wir nochmal ganz schnell den Tiertransporter von da hinten. Okay, Auto oder LKW kommt, ist heute diesmal keiner gekommen, perfekt. Ich nehme auch gleich nochmal eine Ladung Schweine mit. Das war ein bisschen knapp, aber ich bin noch nicht rangefahren. Zack. Dann laden wir noch ein paar Schweine auf. Okay, zack, bestätigen, ja. Dann haben wir wieder ein paar Stück drin, dann machen wir das da hinten wieder hoch. Und umleuchte an, denn wir haben den Tiertransport hier. Und dann bringen wir die Ladung gleich nochmal zu unserem Schweinehof und dann werden wir auch nochmal kurz zu uns in den Feldern drüber hasseln und die fertig bestellen, damit wir da schon mal dann entspannt sein können. So. Aber warte mal, sollten wir jetzt mal hin. Oder wollte ich, oder habe ich dann mal gesagt, mache ich in Innenansicht, dann mache ich es auch weiter so. Passt, dann laden wir runter. Was war das gerade? War das ein Schwein? Das hat mich nicht gerade so gesund angehört. So, perfekt. Dann haben wir hier die momentan für gerade letzte Ladung drin, weil, lassen wir ganz kurz gucken, wie viele Schweinchen haben wir jetzt. 36 Stück. Ich lasse John jetzt einmal hier stehen. Hier stört er nicht. Denn, genau, hier muss man nämlich auch noch ein bisschen weitermachen. Der Fan steht nämlich hier noch rum. Und da werde ich dann mal den Johnny schnell schnappen, der wo da drüben steht. Oder gleich nebenan. Und hier schnell düngen. Zack. Fahren wir da gerade mal kurz ran. So wie wir es brauchen. So, das dürfte passen. Ein bisschen rauszoomen. Und dann machen wir den Düngerstreuer an. Kurve schön mitnehmen. Weg. Hier auch. Ein bisschen ins Nebenfeld mitgedüngt. Oh, da haben wir gleich ein bisschen der CP-Fahrer ein bisschen zu weit rüber gesehen. Sieht auf jeden Fall danach aus. Wird sich dann der Feldnachbar auch wundern und denkt sich so, ich will seine Baumwolle dreschen oder ernten und nachher ist da plötzlich Sojabohnen drin.
So, perfekt, dann haben wir das Feld 80 hiermit auch gedüngt. Ja, ich habe es mir sogar gemerkt. Ja, war die 80 gut. Ansonsten wäre es jetzt ein bisschen blöd gewesen. So, fahren wir den mal da hinten ran. Zack, der hat den angenommen, perfekt. Und Umleuchte an, weil wir fahren im Konvoi und ich fahre es. Und wir fahren auf der Straße. Weil das im Wald ist immer ein bisschen. Es ist zwar eine Abkürzung. Ja, es ist auch. Es ist eine Abkürzung, aber eine relativ holprige. Ich hoffe nur, das gibt sich mit da hinten. Oh, ich sehe es halt nicht. Warte. Oh nein, oh nein, nein. Oh. Gut ausgewichen. Einmal wurde er, so wie es aussieht, getroffen. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen, da vorne kommt ein Auto. Aber der ist schon hinter uns, okay. Dann mal ein bisschen draufdrücken hier. Da hinten sehen wir den Rückspiegel. Ist er noch da? Ah, glaube ich, ja. Ja, er ist noch da, okay. Ja, ich höre ihn auch wieder, okay, er ist hinter uns. Das passt. Dann fahren wir mal hier drin bei uns. Warten wir noch mal kurz auf, dass der Fußgänger weg ist. So. Und dann können wir das Gespann auch schon wieder waschen. Oder die zwei Gespanne. Und reparieren brauchen. Nee, brauchen sie noch nicht. Ist ja gerade mal so 20% oder 19% leichter Abnutzung. Sieht eigentlich, das passt dann noch. So, die Lesemaschine ist auch sauber fast. Kann man das eher mit der Taschenlampe sieht, dass wir ein bisschen dann besser, weil dann glänzt es immer. Ah, ich hänge an der Laterne. Oh, schon wieder brauchen wir auch ein bisschen Wasser. Also wir brauchen mal wieder ein bisschen Futter geben. Ist jetzt schon 15 Uhr. Also 3. Braucht ein bisschen Fresschen. Und es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn er ein bisschen Fresschen kriegen würde. So, das passt, der ist sauber. Weil da geben wir ihm gleich mal ein bisschen Futter. Dann ist er beschäftigt, dann läuft er uns hier nicht in den Weg. Hallo? Wieso kann ich das Schüttler nicht auffüllen? Kann ich denn überhaupt was mit Schüttler machen? Na gut, ne? Den Ball? Okay, den Ball kann ich benutzen. Aber. Das ist auch schon, kann ich ihm nichts zu fressen geben. Ja gut, ne? Also. Ich wollte ihm was geben, aber da kann ich nichts für. Wenn er nichts annehmen will. So, nein, schon die Fanny. Oh. Ja, okay, ich glaube, es geht noch. Ja, okay, geht noch. Perfekt. So, der braucht bloß ein bisschen Wasche, weil der ist ja nicht allzu stark beschmutzt worden. Passt. Nur der Johnny sieht wieder aus. Nee, nee, nee. So, perfekt, der ist sauber, passt. Dann fahrt man den hier gleich wieder rein in seine. Also in seinem Teil von der Halle. Dann können wir senken. Motor aus, dann Umleuchte aus. Dann noch den Fendt aufräumen. Ja, warte, ich fahr vorher nochmal auffüllen. Das können wir jetzt relativ schnell machen. Wir haben Händler drüben, haben wir ja die Saatgut und Dünger und Kalk und so weiter Behälter stehen. Müssen wir nur drunter fahren und dann auffüllen. Da ist Saatgut. Ein bisschen. So.
600 Euro für knapp 1400 Liter gezahlt, das ist doch eigentlich ein ganz guter Preis. So. Oh, ich dachte schon, ich habe es ein bisschen zu früh aufgeklappt, aber nee, hat perfekt gepasst. Weil ansonsten kommen wir, oder können wir sie nicht abkuppeln, wir müssen die aufklappen. Jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht, weil ich glaube, ich komme mit dem aufgeklappten Zustand nicht in die Halle, oder? Nee. So, wie jetzt? So. Bisschen noch zurück. Ja, so sieht es ganz gut aus. Dann hängen wir noch vorne den Fronttank ab. Und dann können wir uns wieder unseren Schweinchen widmen. So, Handbremse rein. Motor aus Licht. Oh, Motor ist nicht ausgegangen. So, ein Schlüssel. Hallo? Ah, jetzt hat. Wollen wir wert? Nee, das ist schon nie. Genau. Zack, Parksperre ist drin. Passt. Dann gucken wir mal ganz kurz auf unsere Felder, wie es denn da aussieht. So, wo sind wir denn da unten? Sind wir? Angesehen ist alles, ist perfekt. Im Wachstum, das ist auch perfekt. Oh, Kalk bräuchten sie noch. Ja. Können wir gerne machen. Okay, das heißt, der Johnny muss doch nochmal in Einsatz. Hat doch noch keinen Feierabend. Na gut. So, die Pickbacks entladen wir mal da drüben kurz. Weil hier haben wir jetzt hier noch Dünger drin, wo wir nicht damit nicht verwenden können, wenn wir ja dann jetzt gleich Kalk reinfüllen. Zack, perfekt. Dann fahren wir mal kurz zum Händler rüber und lassen den mal mit Kalk vollfüllen. So, da haben wir den passenden. Hallo, wollen Sie vielleicht doch nicht? Okay. Wollen wir doch nochmal an der Stadt anfahren? Oh. Kann das sein, dass da kein Kalk reingeht? Das ist jetzt blöd gelaufen. Wir können da kein Kalk reinfüllen. Das heißt, wir brauchen noch einen anderen Streuer. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ich dachte, wir könnten da Kalk drin machen, aber nee. Okay. Gut. Das heißt, wir haben zum Glück noch ein bisschen Geld, weil wir brauchen jetzt einen Kalk-Düngerstreuer. Oder haben wir irgendeinen Mod mit drauf? Nee. Dann wird es wahrscheinlich eher hier werden. Großer Aufbau. Dann nehmen wir dann schon die Verbreiterung. Ja, Reifenvariante. Wir lassen die Dicken drauf, ja. Okay, 47.000, das war jetzt eigentlich ein nicht geplanter Einkauf oder Zukauf, weil das habe ich tatsächlich anfangs auch nicht bedacht gehabt, dass wir noch einen. Hallo, kann ich den Bibel mal nehmen da? Dass wir noch dann einen Kalksteuer brauchen. Da habe ich mich wohl verguckt. Oh Gott. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber gut, kann man auch nichts machen. Wir müssen das Beste draus machen.
Podcast. Ich habe jetzt absichtlich die dicken Reifen auch genommen, weil es erstens in echt auch bodenschonend, oder es einfach bodenschonender Wert ist und wir ja eine große Last transportieren. Und ich glaube, da wären die Pflegebereifen nicht ganz so optimal dafür. Aber das sieht doch gut aus, das gespannte Premium hier mit dem wunderschönen Streuer hier. Und das wird, der wird dann dauerhaft für den Kalk eingesetzt. Der ist ja zum Glück auch nicht allzu teuer. Bis der voll ist, werde ich mich aber in den 6M schmeißen und nochmal eine Fuhre Schweinchen holen. Ich würde sagen, mit 36 Stück so 50 würde ich reinmachen. Das heißt noch, ich weiß gar nicht, wie viel geht denn in den Anhänger jetzt da noch rein. Was sag noch? Noch, ich glaube 9 Tiere rein. Ja, da machen wir wahrscheinlich noch so 3-4 Fuhren. Und es müssen jetzt nicht genau 50 sein, aber ein paar auf jeden Fall noch. Ja, ups, die nehmen wir. Oh, da geht unser Geld natürlich jetzt gut weg, ne? Okay, 1000 Euro dafür. Das geht ja noch. Ich werde jetzt auch gucken, dass uns noch Geld bleibt. Das heißt, Geld in Menge von so um die 50.000, 60.000 würde ich sagen. Damit wir auf jeden Fall noch Investitionen tätigen können. Oh ne, wo hänge ich denn jetzt? Hallo? Kann man mal jemand kurz erklären, wo ich hänge? Hä? Häng ich oben? Ne, oben hänge ich nicht. Hä? Jetzt kann ich wieder. Egal, keine Fragen fragen. So, zack, nun machen wir nochmal voll den Anhänger, bestätigen. Eine Fuhre können wir noch fahren und dann würde ich tatsächlich halten. Ein bisschen Geld würde ich mir noch auf die Seite lassen, dass wir nicht komplett pleite sind. Okay, ich muss ein bisschen weiter ausholen, immer mal schon fahre ich hier leicht zu schräg rein. So, dann laden wir die auch. Oh. Ja gut, wenn da nur 45 Stück reingehen, dann passt das eigentlich optimal. Die restlichen verkaufen wir dann wieder, weil wir jetzt hier glaube ich noch, warte mal, kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das ist. Hat nicht so ganz synchronisiert, glaube ich. Eieiei, schon wieder ein Auto. Und noch ein Ecke. Ja, Hub doch nicht, meine Güte. Ja, okay, mit der Hupe kann ich auch nicht viel erzeugen. So, jetzt aber schnell rüber hier. Ja, gut, das war jetzt auch ein bisschen, dass da nur 45 Stück reingehen. Warte mal. Kann ich die nicht irgendwie auch verkaufen? Ah, doch so. Aber wir müssen noch ein paar würde ich tatsächlich noch rausholen. Denn wir wollen ja die züchten. Und wenn der Schweinestall voll ist, dann können die ja nichts produzieren. Das heißt, wir holen ja nochmal so 9 Stück raus.
So. Machen den Anhänger nochmal voll. Passt. Jetzt haben wir wieder 36 Stück. Die letzten zwei Fuhren haben sich eigentlich so überhaupt nicht gelohnt, aber gut. So, dann verkaufen wir die wieder. Zack. Kriegen wir nochmal 9000 dafür. Also, sollte. Okay, gut. Das heißt, die vier Anhänger stellen wir dann auch zurück in die Halle. So, da vorne müssen wir dann auch zumachen, nicht, dass sie uns entbüchsen da. Das wäre ein bisschen suboptimal. Können wir gleich schnell machen. Ah, ich hänge jetzt noch. Ich komme hier nicht durch, ernsthaft. Ach Gott. Also dieser Schweinestall, ich glaube, ich kann mir mit dem nicht so wirklich anfreunden. Es sieht zwar wunderschön aus, aber vom Platz technisch ist er wirklich scheiße. Muss man sagen. Man muss aber auch, ja, es war aber, glaube ich, im 17er war es auch schon so, die Stappenbach ist wirklich nicht für große Fahrzeuge geeignet, muss man wirklich sagen. Also so ein 6 ist so die Fahrzeuggröße, was wir haben, die gerade noch so. Aber wenn man da mal eine größere, zum Beispiel Sämaschine dran hat oder sowas und mal durch eine Gasse durchfahren will, das kannst du dann schon mal wieder vergessen, weil dann hängt man wieder irgendwo und das ist nicht ganz so optimal. So, unsere Schweinchen haben es, da werden wir uns noch ein Wasserfass mieten. Ja, ich werde es. Oder sollen wir es kaufen? Ach komm, kaufen wir es. Brauchen wir doch öfters und ich bin eher der Freund von kaufen, also. Ist auch nicht teuer. Werden wir auch nur das kleine nehmen. Das reicht da völlig aus. Wir haben ja da keinen. Produzieren ja keine Milch, die wir verkaufen müssen. Das muss rein ausschließlich nur fürs Wasserfahren da sein. Oh, Alter, ich hab's noch so rechts dran gesehen, dass da ein Auto kam, aber wir sind vorbeigekommen, ohne dass es uns berührt hat. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich werde jetzt noch schnell das Fässchen kaufen. Tierhaltung. Haben wir irgendeine Mod mit drauf? Nö. Gut, dann wird es das gute alte Standard Joskit fast. 7500, das ist doch akzeptabel. Gucken wir ganz kurz nach, wo wir denn hier Wasser holen könnten. Da oben könnte man, glaube ich, Wasser holen. Hier könnte man vielleicht Wasser holen, ich weiß es nicht. Ja, hier kann man auf jeden Fall kein Wasser holen bei den Flüssen, das weiß ich, denn. Man kann auf den drauf laufen und fahren und ich glaube nicht, dass man da dann Wasser entnehmen kann. Zack. Aber normalerweise müsste es eigentlich auf der Karte schon was geben zum Wasser ankaufen. Ja, ich habe jetzt das Fass noch gekauft und für heute sind wir dann auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben, da lasst wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach im LS19. Wenn wir mit unserem wunderschönen neuen Joskit Fass Wasser holen. Bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen. Haut rein und ciao ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.